Hallo Freunde, heute mit einem kurzen Video. Und zwar geht es heute darum, wie wir den Internet Explorer unter Windows 10 bzw. der Nachfolger Edge lost werden können. Ja, da Microsoft bei den automatischen Updates auf Windows 10 den Default Browser, den Standard Browser auf den Edge umstellt, wer das dann dauerhaft loswerden möchte, den wenig verbesserten Nachfolger Edge, der kann das tun anhand wirklich weniger Klicks. Das geht recht schnell, und zwar wenn wir jetzt hier in das Suchfeld einfach, ich habe das jetzt hier Optional Features einschreiben und dann den hier Befehl ausführen, einfach draufklicken, und schon können wir hier die Windows-Funktionen deaktivieren bzw. aktivieren. Hier in unserem Fall werden wir hier den Internet Explorer 11 hier einfach den Haken rausnehmen. Und hier kommt noch eine Warnmeldung. Ja. Und nach dem Neustart jetzt, wenn wir Windows einmal neu starten, dann ist der Internet Explorer bzw. Edge deaktiviert. Und ja. Hier, ich sehe gerade, ja, hier könnt ihr, wie gesagt, die verschiedensten Optionen hier deaktivieren und oder aktivieren. Telnet zum Beispiel, wer es braucht, oder ich glaube, hier kann man auch den Media Player deaktivieren. Und ja, das war's eigentlich schon. Jetzt brauchen wir unseren Rechner nur noch einmal neu starten. Und ja, schon sind wir den Internet Explorer bzw. der Nachfolger hier, der nicht wirklich verbessert wurde, losgeworden. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich und bis nächstes Mal.